schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen bei uns in der Anstalt. Schön, dass Sie sich wieder haben einliefern lassen nach dieser langen, langen Sommerpause. Jetzt geht's wieder los. Die Sommerpause ist vorbei, jetzt geht's los, jetzt kommt der heiße Herbst. Oder man, heute schon in Athen, mein lieber Freund. Da klar, wer sonst? Servus, Priol. Was gibt es? Todessprung aus dem Weltall für Arme? Na, der Countdown läuft. Hä? Seit wann läuft denn bei uns eine Schuldenuhr rückwärts? Schau doch mal richtig hin hier. Nix Schuldenuhr. 340 Tage, 19 Stunden, 43 Minuten und noch 41 Sekunden. Dann ist Bundestagswahl. Hey, das wird spannend, sage ich Ihnen. Ja? Richtig spannend. Momentan schaut's ja gar nicht so gut aus für die Schwarz-Gelben. Ja, eine Flachzange und viele Blindnieten. Hey, keine Beleidigungen, bleiben Sie sachlich. Moment mal, ich sprach von Ihrem Werkzeugkasten. Wirklich? Ja, weiß nicht, was Sie da jetzt wieder mit assoziiert haben. Und was wird spannend? Na jetzt mit Steinbrück. Ha, nix mehr Schlaf. Wachenwahlkampf, der Kerl zeigt Kante. Moment mal, er zeigt jetzt erstmal seine Einkünfte, über die er Auskünfte geben will. Weshalb die Auskünfte herbeigebellt haben, schon wieder sauer sind, weil die jetzt auch Auskünfte über ihre Einkünfte geben sollen. Egal, was Sie da jetzt meinen, ich denke, Sie haben recht. Ja, ach Steinbrück, die Systempresse hat sich doch schon festgelegt. Er hat keine Chance. Natürlich hat er eine Chance gegen die Merkel. Aber nicht gegen die SPD. Wen interessiert denn das, was die SPD sagt? Was wichtig ist, ist, was der DAX sagt. Ah ja, und was sagt der DAX? Nix sagt er zum Steinbrück. Überhaupt kein Zucken, kein Ausschlag, nix. Spricht das jetzt für oder gegen ihn? Das, wenn ich wüsste, dabei will doch der Steinbrück die Banken zerschlagen und regulieren, dann müsste doch der DAX mal so wenn. Er hüpft doch bei jedem Dreck umeinander, beim Steinbrück überhaupt nicht. Ja, naja, der DAX weiß halt, wann sich Aufregung lohnt und wann nicht. Ne? Mich regt's immer auf, ich krieg immer Angst, wenn er steigt, der DAX. Dann frage ich mich immer, wo stehen jetzt gerade wieder Massenentlassungen an? Das macht der DAX. Ja, ja, das macht er. Aber wenn Mindestlöhne, von denen die Leute anständig leben können, das macht er nicht, der DAX. Dann verkriecht er sich wieder in seinen Bau. Ne? Ja. Den Steinbrück ignoriert er einfach. Das hat Steinbrück nicht verdient. Der DAX ist eine blöde Sau. Vorsicht! Vorsicht! Vorsicht, meine Herren, mit Beleidigungen ist nicht zu spaßen. Alle sind nervös. Die Märkte, die Talibane, Bruno Labbadia. Sagen Sie mal, was mischen Sie sich jetzt hier ein, Uthoff? Wir sind gerade im Interview. Können Sie mal das Maul halten? Einfach mal das Maul halten. Als Hausjurist ist es gerade jetzt meine Pflicht. Wir sind im Wahlkampf. Es geht um das große Ganze. Das ist ja putzig. Was macht Sie denn so sicher, dass die Wahl überhaupt stattfindet? Ha, Meister, aufgemerkt, da. Schauen Sie mal auf die Uhr, der Countdown läuft. Hübsch. Aber das Bundesverfassungsgericht hat doch im Juli festgestellt, wir haben immer noch kein gültiges Wahlrecht. Stimmt. Das war wieder so eine Schlamperei. Das ist keine Schlamperei, das ist Absicht. Die Nichtwahl ist die letzte Hoffnung für die FDP. Das ist kein Wahlrecht. Kein gültiges Wahlrecht, das passt wieder gut in unsere postdemokratisch alternativlose Zeit. Ne? Fehlt bloß noch, dass die Kanzlerin jetzt für systemrelevant erklärt wird. Too big to fail. Nicht wie man, Priol, die Wahl kommt, ob mit oder ohne. Und abgesehen davon, warum sollten wir uns nicht einen gewählten Regierungschef ohne gültiges Wahlrecht leisten, wenn sich Italien einen nicht gewählten Regierungschef leistet, das aber mit gültigem Wahlrecht? Hä? Ja. Sehr. Sehr. Sehr, sehr.
Sehr gelungener Vortrag. Obwohl, bei Vorträgen, da muss man ja vorsichtig sein. Ne? Seit diese Kandidatendebatte losgegangen ist, wo hat er jetzt wie viel, bei wem, Mann auf den Zug, da sind sie ja alle aufgesprungen. Vorneweg die Generalsekrete von CSU und FDP. Ne? Dobrindt und Döring, ja, die beiden, das ist der blanke Neid. Ich meine, wer würde einen Rhetorik-Taifun wie Alexander Dobrindt freiwillig dafür bezahlen, dass er redet? Na, eher Schweigegeld von wegen, nimm die Kohle, aber sag nichts. Ne? Und der Döring ist nur sauer, weil der Steinbrück mehr verdient hat als er. Hat Abgeordnetenwatch jetzt eine Liste veröffentlicht über die Nebenverdiener im Bundestag. Top 10 angeführt, klar, von Steinbrück, aber dann wird's interessant. Dann kommen 8 Zweiterwerbler von der Union und einer von der FDP. Preisfrage, wer? Chefkläffer Döring. Ne, jetzt hat die SPD ihn aufgefordert, auch seine Einkünfte offenzulegen. Tolle Reaktion von ihm. Ich zitiere: Ich beziehe weder Agentur- noch Rednerhonorare, sondern nur an Unternehmen gebundene Vergütungen. Aha, keine Honorare, ne? Nur Geld. Es ist diese ganze, weil ist wirklich diese ganze leidige. Diese ganze leidige Debatte. Gut, sie hat ein Gutes, sie lenkt uns ab. Ne, darum geht's. Kleine Schneisen der Erholung in der Euro-Krise. Da nehmen wir alles. Wetten, dass Syrien, brennende Botschaften. Das war das aber, dieser Aufruhr im Nahen Osten, ne, wegen dieses lächerlichen Mohammed-Filmchens. Ich habe mir das ja angeguckt. So peinlich, so erbärmlich schlecht. Ich sag, wir hatten das Leben des Brian. Das war Qualitätsblasphemie. Ne, und heute geht's. Und heute heißt es, darf man das? Und Meinungsfreiheit und was darf man sagen und was nicht? Und die rechten Säcke von der Initiative Pro Deutschland, die wollen ja, dass der Film öffentlich gezeigt wird. Aufregung ist auch Macht, Kino anmieten, möglichst groß. Ein paar Tage vorher sagen wir den radikalen Moslems Bescheid. Wo? Ne? Dann alle rein, Tür zu, fump. Ne, kennt man. Kennt man von Inglourious Basterds, ne? Deswegen diese Hysterie, kommt der Terror jetzt auch zu uns, brennende Botschaften. Den Boulevard treibt natürlich nur eine Sorge um, droht Gefahr für Angela Merkel. Das hat die ganz gelassen genommen. Ich habe gar keine Botschaft. Und außerdem, hör mal. Und außerdem haben wir doch einen Verfassungsschutz, der alles gründlich überwacht. Oh, was für eine peinliche Nummer, oder? Alles haben sie gewusst über die braune NSU. Alles war sauber dokumentiert. Dann sollte das zum Ausschuss. Und dann war der Aktenordner verschwunden? Beim Verfassungsschutz? Vor einiger Zeit hat mir mal jemand gesteckt, wir leben in sowas Ähnlichem wie einem Computerzeitalter, ne? Wo zerstörte Festplatten wieder rekonstruiert werden können, wo virtuelle Abfallkörbe wieder lesbar gemacht werden. Alles bleibt, das Netz vergisst nichts, aber bis zum Verfassungsschutz hat sich das irgendwie noch nicht rumgesprochen. Ne? Die tippen ihre brisanten Berichte auf der alten Reiseschreibmaschine Erika. Ne? Dann wird alles sauber gelocht, abgeheftet. Und dann sagt einer, du, die Akte muss dringend zum Staatsanwalt. Und dann geht er damit auf den Flur und dann läuft ihm so ein Schredder vor die Füße. Hoppala, frrr. Ne, überall, ne, in Berlin. In Berlin, da liefert der Verfassungsschutz Sprengstoff an die Braunen. Aus Zwickau war auch alles sauber und dann draußen. Wir müssen unwahrscheinlich viele freilaufende Schredder in diesem Land haben, von denen wir gar nichts wissen. Bouffier, der ehemalige Innenminister von Hessen, ne, dem wurde damals gesteckt, dass ein Mann vom Verfassungsschutz, ne, 2006 seelenruhig zugeschaut hat, wie die Nazis einen Internetcafé-Besitzer hingerichtet hatten. Und da, jetzt wollte die Polizei, wollte den und andere V-Leute als Zeugen. Na, aber der Geheimdienst wollte es nicht. Und da hat der Bouffier gesagt, ja, dann verbiete ich denen doch mal die Aussage.
Als dann die Angehörigen des Opfers ihn um ein persönliches Gespräch gebeten hatten, hat er abgelehnt, weil laufendes Ermittlungsverfahren. Er hat gesagt, mein Amt gebietet mir eine Zurückhaltung, die ich durch ein persönliches Treffen mit Ihnen aufgeben würde. Ja, so mitfühlend kann man schon mal sein, ne? Als aufrechter Christ. Diese Pannenserien überall, auch bei der Bundeswehr, da war der eine von der Nazizelle, der mundlos. Alle haben gewusst, rechte Sau, aber was gemacht? Ihn befördert erstmal. Der militärische Abschirmdienst war informiert, hat alles sauber dokumentiert, Aktenordner klar. Und dann hat irgendeiner gesagt, komm Schredderle, fass. Und war es weg. Unser honoriger und so beliebter Verteidigungsminister, Herr de Maizière, der hat schon seit März davon gewusst. Jetzt hat er sich aufgeregt. Nicht über sich, nein, darüber, dass die Leuthäuser Schnarrenberger gesagt hat, also komm, wenn der MAD so blöd ist, dann können wir den Verein auch ganz auflösen. Vernünftiger Vorschlag. Da hat der de Maizière aber geschäumt und gesagt, ich verbitte mir das. Minister, die von der Materie keine Ahnung haben, sollten besser den Mund halten. Oh, Vorsicht, der Minister, wenn das Schule macht, wenn alle Minister, die von der Materie keine Ahnung haben, den Mund halten möchten, oh, oh, dann wird's aber still im Kabinett. Herr Doktor, sind Sie gerade im Streik? Was? Sind Sie im Streik? Nein! Im Streik? Nein! Im Streit, ja, im Streit. Im Streit bin ich immer. Aber ich bin doch nicht im Streik. Nein, das ist ja gut. Weil ich wollte die Gelegenheit nutzen, ich wollte mich mal beschweren. Und zwar mal so richtig beschweren. Ich hab Schnauze echt voll. Oh, was war's? Kantinenessen? Brechdurchfall? Nee. Erdbeeren aus China? Nee. Verkehre ungern im Osten. Nein, dieser Hausjurist, da gibt's ja diesen. Ja, aber was? Ist mir so auf den Magen geschlagen. Er hat mir meinen Text verboten. Nein. Er hat gesagt, das kann man so nicht machen. Was? Ach, ja. Oh, der sagt, so viel, wenn der Tag lang ist, der Hasenfuß. Nein. Bei uns gibt es keine Denkverbote und keine Zensur. Zeigen Sie doch mal her. Ja, das ist Islam. Ja. Oh, ja, hier so beschnitten. Das ist gut, das ist sehr gut. Ja. Und da kann man auch. Das ist doch, das ist super, ja, ja. Aber kann man so nicht machen. Okay. Nein, das geht auf keinen Fall. Kann man so nicht machen. Nein, das ist so, das geht nicht. Das ist so schlecht, das. Der Lanz? Das ist so schlecht, das nimmt nicht mal der Lanz. Das Scheiß. Meine Damen und Herren, Sie wissen ja vielleicht, ich liebe Bildinterpretationen. Was ich aber noch mehr liebe, Augenblick, das ist die vergleichende Bildinterpretation. So, und jetzt schauen Sie her. Hä? Was sehen Sie? No? Ach so, ja, Entschuldigung. Ne? Was sehen wir? Wir sehen zwei Gruppen von Männern, von erregten Männern. Was unterscheidet aber diese beiden Gruppen? Ich würde mal sagen, die linke Gruppe ist arm, die rechte Gruppe ist reich. Deswegen verbrennt die linke Gruppe gern mal Flaggen, die rechte Gruppe verbrennt Geld. Bei der linken Gruppe heißt es immer, sie strebt die Weltherrschaft an, bei der rechten Gruppe heißt es, sie hätte sie schon. Bei der linken Gruppe kann man sagen, sie hasst unsere Demokratie, die rechte Gruppe ist unserer Demokratie sehr dankbar. Also, was aber verbindet diese beiden Gruppen? Was ist gleich? Sie sehen es, beide Gruppen haben einen Business-Dresscode. Die Herren tragen oben gerne weiß. Bei beiden Gruppen handelt es sich innerhalb ihrer Glaubensgemeinschaft um kleine, radikale Minderheiten. Beide Gruppen handeln, wenn es sein muss, skrupellos. Und beide Gruppen wollen nur eins, Rendite. Die linke Gruppe erhofft sich die Rendite im Jenseits, die rechte Gruppe mag nicht so lang warten. Ja. Jetzt, jetzt könnten Sie natürlich sagen, Belzig, was hat denn bitte Religion mit Rendite zu tun? Ich tät sagen schon, religiöses und ökonomisches Denken schließt sich überhaupt nicht aus, im Gegenteil, weil der Mensch immer abwägt zwischen Kosten und Nutzen. Und am Ende zählt immer nur der sogenannte Nettovorteil. Und genau wegen diesem Nettovorteil verlassen immer mehr Kirchensteuerzahler in Deutschland ihren Religionsanbieter. Ja.
Deswegen hat die katholische Kirche jetzt höchstrichterlich klären lassen, wer keine Kirchensteuer bezahlt, gehört nicht mehr dazu. So ist es am Markt ohne Geld keine Leistung, ohne Geld keine Taufe, keine Beichte, kein Abendmahl. Niemand kann Gott zum Vater haben, der die Kirche nicht zur Mutter will. Und Mutter braucht Geld, weil sie ist ja getrennt lebend. Ja. Und deswegen... Und deswegen sind der Kirche am Ende dann doch die lieber, die wo nichts glauben, aber zahlen, als die, die nichts zahlen, aber glauben. Ja? Ich möchte jetzt nicht sagen, der Kirche geht es nur ums Geld, das wäre ungerecht. Es geht auch um die Seele. Aber wie soll ich sagen, in der Fischereiindustrie spricht man hier von Beifang. Allerdings, was ich mich schon frage, warum Menschen ihre Kirche gerade jetzt verlassen, in dieser Zeit, wo es doch so wichtig wäre, dass wir Christen mal zusammenhalten oder wegen hier anglauben gegen diese Gruppe. Warum? Warum? Ich habe eine Umfrage gelesen, 61% der Protestanten und 51% der Katholiken glauben überhaupt nicht an ein Leben nach dem Tod. Sie bezweifeln den Markenkern ihres Religionsanbieters. Hat mich schockiert. Wie ist das jetzt bei Ihnen hier im Saal? Mal ganz ehrlich, wer von Ihnen ist in einer christlichen Kirche Mitglied? Flosse hoch. Wer? Aha, aha. Und wer von denen, die Mitglied sind, die also in der Kirche Mitglied sind, wer von Ihnen glaubt nicht an ein Leben nach dem Tod? Flosse hoch. Da, die Frau. Wer noch? Da, der Mann. Aha. Ja, ist interessant. Ist schon ein gewisser Widerspruch, weil Sie rechnen also nicht mit dieser Jenseitsrendite. Ja, Ich würde es verstehen, wenn Sie austreten. Ich meine, ich würde auch nicht im ADAC bleiben, wenn ich der Meinung wäre, dass im Bannenfall kein gelber Engel kommt. Ja? Aber ich würde es verstehen. Aber was machen Menschen, die die Kirche verlassen? Wo finden sie Halt in dieser orientierungslosen Zeit? Was gibt uns Halt? Ich kann es Ihnen sagen, starke Marken. Marken wie Porsche oder Apple. Doch haben wirklich Marketing-Experten Sachen. Gute Marken haben etwas Religiöses. Sie sind sinnstiftend und erhöhen das Selbstwertgefühl des Menschen. Da entsteht ein Konkurrenzkampf praktisch zwischen Gott und Gucci. Ich habe neulich mit einem gesprochen und habe gesagt, aber Gott spendet uns doch auch Trost. Hat er gesagt, ja schon, aber beim Jägermeister geht's schneller. Und schauen Sie, wenn eine gläubige Gemeinschaft von jungen Menschen sich eine ganze Nacht in den kalten Regen stellt, nur um die Ankunft eines neuen Mobiltelefons zu erwarten, dann ist entweder Dummheit im Spiel oder Religion. Und ich tippe auf Religion. Und deswegen verlassen viele die Kirche und wechseln praktisch von einem Religionsanbieter zum anderen Religionsanbieter. Ja? Ja, das. Sag mal, okay. Was denn? Sag mal, Herr Pilzig, das machen Sie doch absichtlich. Ha, unser Oberanstaltsaufpasser, hä? Ja. Was mache ich denn absichtlich? Sie schleichen. Was? Und zwar immer entlang der Linie des Paragraphen 166. Hier, zuhören. Wer öffentlich das religiöse Bekenntnis eines anderen in einer Weise beschimpft, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren bestraft. Das wird Ihnen noch bekannt sein als Blasphemie-Paragraph. Oh, mein Schmarrn, ich habe doch über Gott gar nicht gelästert. Ja? Ja, nicht über Gott, aber Steve Jobs. Die Apple-Jünger werden Sie steinigen. Die können mich mal, vor denen habe ich keine Angst. Wie wollen die das? Oder gibt's da eine App? Hä? Glaube und Recht. Was für die einen der Jakobsweg ist, für die anderen der Gang nach Karlsruhe. Und dort wird dann immer die Politik von Angela Merkel vom Bundesverfassungsgericht missbilligend gebilligt. Das ist doch betreutes Regieren. Aber all denen, die sich vom Bundesverfassungsgericht immer ein Donnerwetter zu Merkels Politik erhoffen, sei mal zugerufen, das Bundesverfassungsgericht ist doch nicht der liebe Gott. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. In Karlsruhe hätte das so geklungen. Es ist zwar ziemlich dunkel, aber wir müssen es ja nicht ganz so hell machen.
Diese Leute müssen abwägen. Haben Sie doch ein bisschen Verständnis für Menschen, die schon von Berufswegen eine Tracht tragen müssen, die sie wirken lässt wie die Vorsitzenden einer schwulen Karnevalsvereinigung. Und die immer die Probleme von Politikern lösen müssen und das häufig mit den schlechten Gesetzen, die ihnen dieselben Politiker an die Hand gegeben haben. Wir brauchen mehr Verständnis, gerade in Glaubensfragen. Denn wie ich jetzt erfahren habe, sind die Religionen gar nicht schuld. Bischof Müller, Gottes Teilchenbeschleuniger, hat vor kurzem den Atheismus zu einem der größten Probleme unserer Zeit erklärt. Und wie recht hat er? Wie oft hören wir nicht von atheistischen Selbstmordattentätern? Wie viel Kriege werden nicht von Menschen geführt, die noch weniger an Gott glauben als der Gegner auf der anderen Seite? Ohne die katholische Kirche hätten wir doch eine Hexenplage. Und noch mehr südamerikanische Ureinwohner würden uns unser Öl streitig machen. Nein, nein, die Religion gibt Verlässlichkeit. Auf nichts ist doch mehr Verlass als auf den Pavlovschen Reflex. Jemand drückt auf die Mohammed-Klingel und auf der anderen Seite läuft dem Islamprediger der Schaum vor den Mund. Das funktioniert am besten in armen Regionen. Denn die Religion, sie blüht immer dort am prachtvollsten, wo sonst nichts wächst. Vorbildlich da doch die Gelassenheit unserer deutschen Moslems. Die lehnen sich ganz entspannt zurück und sagen sich, na gut, das ist ein billiges, hasserfülltes Mohammed-Video, aber wenigstens Til Schweiger spielt nicht mit. Gott sei Dank ist ja aus dem Thema Beschneidung wenigstens die Luft rausgenommen worden. Die katholische Kirche hatte sich ja von Anfang an solidarisch erklärt und war auch gegen ein Verbot. Verständlich, dass sich der Staat in Kindesmisshandlungen einmischt, liegt nicht im Interesse der katholischen Kirche. Und das sollten wir vielleicht auch den Psychotherapeuten überlassen, was wohl mehr Traumata verursacht. Die schmerzhafte Beschneidung von kleinen Jungen oder die jahrelange Konfrontation von kleinen Kindern mit dem Bildnis des blutüberströmt Gekreuzigten. Damit Sie mich nicht falsch verstehen. Ich bin ja für die Beschneidung und zwar gleich nach 8 Tagen. Man kann mit der Jugendarbeit nicht früh genug anfangen. Richtig war natürlich das Argument, dass wenn es bei uns verboten wird, dann gehen die Leute ins Ausland, um das dort zu machen. Und da gibt es natürlich Ungerechtigkeiten. Die, die Geld haben, werden dann nach Paris gehen, um die Sache von Karl Lagerfeld nach einem Schnittmusterbogen erledigen zu lassen. Aber was machen die anderen? Na, gut, Udo Walz hätte jetzt Zeit. Die Beschneidung geht ja auf den Stammvater Abraham zurück, der sich selbst die Vorhaut abgeschnitten hat, um sie Gott zu schenken. Wie dessen Tag wohl ausgesehen haben muss? Hat er sich um 5 hingestellt und gesagt, so, die Hecke ist geschnitten, Rasen habe ich auch schon gemäht. Naja, Sie kennen das Problem. Was schenkt man jemandem, der schon alles hat? Priol! Priol! Ja, komm ja schon, ich hab den Frage. Ich habe eine Frage. Sagen Sie mal, wie gehen wir beide jetzt eigentlich in den nächsten 11 Monaten mit diesem ganzen Wahlkampfgedöse um? Du, wir machen es wie immer. Hä? Erst schauen, dann hauen. Was für eine raffinierte Strategie, ja. Ja, gell? Aber mit welchem Ergebnis? Den Zorn wach halten, Belzig. Wir müssen uns aufregen für die Menschen, für die Wähler. Vielleicht sollten wir uns mal nicht so sehr für die Wähler aufregen, sondern mehr über die Wähler aufregen, weil die regen sich ja gar nicht auf. Und wenn sich ein anderer aufregt, das regt ihn nur auf. Ja, naja, kein Wunder. Unser oberster Bundesbeschwichtiger Joachim Gauck hat den Deutschen ja geraten, ruhig bleiben. Nicht aufregen. Das war sehr überflüssig, das riecht sich eh keiner auf. Hätte am Magersüchtigen auch raten können, essen Sie nicht zu viel. Ja. Diese Gelassenheit, die da so herrscht, ich frage mich da immer, ist es die neue Vernunft oder die alte Blödheit? Ja. Obwohl, ich finde diese deutsche Gelassenheit eigentlich gar nicht so blöd. Quatsch, das ist die Gelassenheit von einem, der First Class fliegt und dann, wenn er seinen Flieger abschmiert, denkt er, es betrifft nur den hinteren Teil. Ne? Europa, egal, wir fliegen German Wings und sind sicher.
Solange nichts in die Kabine kommt. Na, die Krise ist immer nur die Krise der anderen. Ja. Das regt mich auf, sowas. Ja, aber wissen Sie, was ich mich bei dieser ganzen Aufrecherei, die wir hier dauern, dann doch immer frage, diese Aufregungsverbreitung, was unser Geschäft ist, das ist vielleicht auch ein wenig altmodisch. Vielleicht sind wir doch ein wenig out. Was? Sie meinen, wir passen nicht mehr so in die Zeit? Nein, bin mir nicht so sicher. Vielleicht sollten wir es mal so machen wie andere, dass wir doch am Ende alles irgendwie klasse finden. Ja, toll. Und was denn? Die Altersarmut? Den Klimawandel? Die NATO-Türken? Unsere Trickser und Lügner vom Verfassungsschutz? Nee, aber zum Beispiel die Lebenserwartung in Deutschland, die steigt ständig. Das ist doch klasse. Ja, und die Altersarmut nimmt zu. Gelassenheit. Wer länger lebt, hat auch mehr Zeit, sich ans Ärmersein zu gewöhnen. Toll, wenn dann noch die Altersdemenz dazukommt, ne? Gelassenheit. Wer sich an die guten Tage nicht erinnern kann, hat an den schlechten Tagen viel weniger auszusetzen. Ja, nein, ich weiß nicht. Früher, da hat man sich doch, früher hat man sich über jeden Furz aufgeregt. Heute verdienen die Deutschen netto weniger als vor 20 Jahren, sind aber so glücklich wie vor 10. Dafür sind sie im Ausland so beliebt wie vor 70 Jahren. Oh. Ja, das stimmt besonders. Besonders in Griechenland, da war heute was los, oder? Mensch, da die Massenproteste gegen unsere, der Volkszorn. Ich wäre so gern dabei gewesen. Merkel in Athen. Na, warum nicht? Der Täter zieht oft an den Tatort zurück. 7000 Polizisten, Helikopter, die ganze Stadt abgeriegelt, Scharfschützen, Froschmänner. Wer bezahlt denn das eigentlich alles? Ja, der Gastgeber, die Griechen. Ja, und wovon? Ja, Griechenland, der ganze Süden, überall kämpfen die Menschen um ihre Existenz. Ach, da wird jetzt unser Yogi Gauck auch wieder zur Gelassenheit machen. Er hat vor 14 Tagen hat er gesagt, selbst wenn es in Europa mal eine Wohlstandsdelle gibt, dann nicht gar so schlimm, weil es ist eine Delle in Freiheit. Ja, dieses Pfaffengeschwätz, das sollte er mal auf dem Syntagmaplatz predigen oder in Madrid. Armut ist ein großer Glanz von innen. Der treibt mich noch in den Wahnsinn, der Gauck. Na, das war jetzt nicht von Gauck, das war von Rilke. Helmut Schmidt hat klar begründet, woran es liegt, dass wir im Ausland wieder so unbeliebt sind. Ja. Am barbarischen Spardiktat unserer Regierung. Und? Ja, was haben Sie da? Haben sich doch die Leute aufgeregt. Was, über das Spardiktat? Na, dass Schmidt geraucht hat dabei. Ne? Ach so. Nimmer die Spritpreise können bei uns noch die Gelassenheit trüben. Diesel umgerechnet, ja. 3 Mark, der Liter, ja. Einen Trittin hätten Sie mit der Zapfpistole erschossen. Und Ulla Schmidt hätten Sie gesteinigt, wenn damals, so wie jetzt, vor der großen Grippewelle kein Impfstoff da gewesen ja. wäre. Ja, heute haben wir Antibiotika im Geflügel. Da sagt sich, da bleibt der Deutsche gelassen. Sagt, oh, mir kratzt es im Hals, ich hol mir ein halbes Hähnchen. Ja, aber das ist doch alles gleich. Aber trotzdem gefällt mir diese Gelassenheit, dieses immer im Hier und Jetzt bleiben und nicht an das Morgen denken, dass wir Deutsche das so können. Das ist doch fast schon ein wenig mediterran. Mediterran? Das ist nicht mediterran, Belzig. Da ging ja wenigstens was ab. Das ist Mehltau. Das ist Lähmung. Keine Diskussion mehr, kein Streit. Nur noch diese Harmoniesoße, das regt mich schon wieder auf. Die Unverbindlichkeit des Ungefähren als Gleitmittel einer gleichgeschalteten Konsensgemeinde im rektalen Experimentierkasten eines medial überkonstruierten über ich. Aber hören Sie. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal. Nur die Merkel. Ja, Stimmung mitmachen. 2, 3, 4. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal. Nur die Merkel nicht. Nur die Merkel. Mitsingen. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal, nur die Merkel nicht nochmal. Was ist denn los, Herrschaften? Ja, wir müssen doch was tun. Ihr wollt doch die Merkel weghaben, oder? Ja, Halleluja, das ist sensationell. Da bleibt natürlich nur eine Hoffnung, dann bleibt hier meine Partei, die SPD. Also, ihr müsst in den sauren Apfel beißen. Wählt die SPD? Oh, meine Fresse.
Warum kommt denn da kein Applaus? Was ist denn da los? Meine Ja, ich muss dazu sagen, ne, ich bin Ingo Appelt, ich bin ja heimlicher Wahlkampfleiter der SPD. Manchen ist es eher unheimlich. Ja, viele fragen sich, Appelt, bist du jetzt völlig bescheuert? Nein, ich bin noch schlimmer, seit 25 Jahren Mitglied der SPD. Ja, da... Der Udo freut sich, der weiß, okay, hier in Bayern hast du natürlich gewisse Vorteile dadurch, wenn du in Bayern mit deinem sozialdemokratischen Parteimitgliedsausweis auf dem Behindertenparkplatz steht, da sagt keiner was. Ja, du musst Humor haben, Humor, das ist das Einzige, was überhaupt noch hilft. Wir müssen ja mit Peer Steinbrück in den Wahlkampf ziehen. Das ist, ja, der hat ja einen Humor, der ist so trocken, wie zurzeit Jenny Elbers sagen. Das ist, aber er hat gesagt, ne, Wahlkampf muss Spaß machen. Spaß machen. Da brauchst du Humor, meine Freunde. Man muss sagen, SPD hat ja Humor. Der Steinmeier ist dort, wird es ja weg, ne, aber wir haben immer noch die Troika, ne, Sigi und Peer, ne, dick und doof und der Steinbrück, sensationell. Aber wie sollen wir denn mit dem eine Wahl gewinnen? Aber ja, ich sage immer, gute Komiker gehen auf die Bühne, schlechte gehen in die Politik. Das heißt, der Steinbrück braucht so einen, ja, so einen Hofnarren, also sowas wie mich. Ich mache quasi den Pocher des Steinbrücks. Das heißt, ja, das hat dem Harald Schmidt damals auch nichts genützt. Der ist auch weg vom Fenster. Ist jetzt mittlerweile bei Sky, also im Himmel. Aber ist egal. Aber, ja, da siehst du mal, Nicht Frauen schlafen sich hoch, Männer pochern sich runter. Aber ist egal. Wir brauchen den Wechsel. Wir müssen die Merkel, das muss doch irgendwie gehen. Das haben sie gesagt, wir haben keine Wechselstimmung in Deutschland. Also wenn ich die Merkel sehe, da habe ich aber sowas von Wechselstimmung. Ja, aber mal Herrschaften, Wechselstimmung. Und sag mal, hier. Schönes Wortspiel. Angela Merkel ist doch in den Wechseljahren, ne? Wechseljahr. Die sagt sich, jetzt sollen mal die anderen bluten. Und das ist doch auch, wie ich finde, ein wunderschöner Angela Merkel sagt, ne? Jetzt sollen mal die anderen bluten. Und das tun sie ja. Wer blutet denn? Vor allem die Männer. Wir haben ja ein regelrechtes Männersterben in der Politik. Ist ja kaum noch einer da. Ja, Angela, die mächtigste Frau der Welt von wegen. Die ist ja nur deswegen so mächtig, weil die Deppen, die gegen sie antreten, alle so scheiße sind. Nee, ja, ist doch so. Die ganzen Trottel. Als Mann hast du ja sowieso keine Chance gegen Angela Merkel. Die ist halt eine Frau. Ne, und gegen eine Frau kannst du einfach, ne, du musst dich ja anständig benehmen. Das war früher anders. Wir erinnern uns früher, der Strauß in Politdoktor. Sie sind vielleicht ein linksradikales, vernageltes Rindvieh. Sie Ohrschluch, sie. Das waren noch Gespräche. Ja, der Brand hat wacker dagegen gesagt, ich kann gar nicht so viel saufen, wie ich kotzen möchte, wenn ich das nur höre. Ja, so kannst du mit einer Frau nicht sprechen. Das ist das Problem. Wenn du eine Frau angreifst, hast du verloren. Wenn du sie nicht angreifst, hast du sowieso verloren. Ne, das ging doch dem Steinmeier so. Warum hat er denn so verloren, weil er die Merkel nicht angreifen konnte. Haben wir doch gesehen, was war denn kein Kanzlerduell? Das war doch kein Duell, das war immer so ein Kuschelkurs. Ich habe nur darauf gewartet, dass kein Pflaume reinkommt. Scheiße. Ne? Ja, so ein Zickenkrieg, so Frau gegen Frau, das wird ja wieder funktionieren. Habe ich auch gesagt, Hannelore Kraft, ne, macht sie nicht. Hat sie recht, aber es wäre schön. Ne? Ein Kanzlerinnen-Duell zwischen Angela Merkel und Hannelore Kraft. Du hast Hängebacken, selber Hängebacken. Da hätten wir wenigstens Spaß dran. Ja, natürlich, das wäre es doch. Ja, da habe ich... Ja, wir müssen mit einer Frau antreten. Ohne Frau hast du da keine Chance. Mir wäre ja der Sigi lieber gewesen. Ich habe es ja zu Gabriel gesagt, du musst als Kanzlerkandidatin der SPD antreten. Hat er gesagt, ich bin doch keine Frau. Sag ich, aber du hast die größten Brüste. Also ran. Jawohl. Ne, aber er will ja auch nicht. Jetzt muss ich den Karren wieder aus dem Dreck ziehen. Aber wie heißt es immer so schön, es hat gerumst, es hat gerappelt. Die SPD siegt. Dank Ingo Appelt. Und dann nochmal alle. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal. Nur die Merkel nicht, nur die Merkel nicht. Wer die Wahl gewinnt, ist scheißegal. Nur die Merkel nicht. Noch aber Appelt, sind Sie wahnsinnig? Sie können mir doch hier nicht mein ist Kernthema... Was ist denn hier für ein Scheißlärm? Sind denn hier alle irre? Simon, Sie bleiben jetzt mal ganz ruhig hier stehen. Geben Sie gut auf die Jacke acht. Wir haben nur eine. Die brauche ich dann für den anderen Irren. Bin gleich wieder da. Die sind doch hier alle irre. Die müssen mal ordentlich wegsediert werden. Also nur um das gleich zu mir mal klarzustellen. Nur weil ich die Jacke anhab, heißt es noch lange nicht, dass ich verrückt bin. Ich trage die als Selbstschutz. Reine Präventivmaßnahme. Um mich selbst zu schützen. Vor Ihnen. Ja klar,
Was glauben Sie denn, wer hier der Irre ist? Wer ist denn hier verrückt? Wer hat denn diese Regierung gewählt? Die Angela, der Horst und der Harry Potter von der FDP haben doch sich und ihre Karnevalsvereine nicht selbst gewählt. Das waren doch sie. Gut, die Merkel ist inzwischen vollkommen alleine. Als Insolvenzverwalterin der Europäischen Union ist sie alleine. Die CSU zieht in Bayern die Jägerzäune wieder auf Mannshöhe hoch. Und der Westerwelle ist in eine Versenkung verschwunden. Früher konnten sie mit dem Westerwelle wenigstens überall zweimal hingehen. Einmal so und einmal zum Entschuldigen. Aber inzwischen ist er ja nur noch Außenminister. Ne? Klar, nachdem er die FDP erfolgreich zerstört hat, will er sich jetzt ganz aufs Ausland konzentrieren. Und ist Ihnen das auch aufgefallen? Seit der Westerwelle Außenminister ist, ist auf der ganzen Welt Revolution. Seit der Westerwelle durch die Gegend reist, da sagen die Völker auf der ganzen Welt, wir haben die Schnauze voll von Regierung. Guido Westerwelle ist der arabische Frühling. Ja, da klatschen sie. Das Schlimme daran ist, sie dürfen nächstes Jahr wieder wählen. Da kommt da auch nur wieder Käse bei raus. Da wählen sie dann aus lauter Jux und Dollerei die SPD und die machen sich dann mit den Grünen. Auch wieder so eine Verzweiflungsstaat. Da sitzen die Grünen dann auf der Regierungsbank. Jürgen Trittin als Hauskabarettist des Hauses. Immer geile Texte, leider wenig Inhalt und keiner weiß, wer sie geschrieben hat. Claudia Roth wird mit ihren an LSD-Trips erinnernden Klamottenkombinationen regelmäßig die Linsen der Kameras zur Implosion bringen. Und Renate Künast wird den bekannt fröhlich positiven Gesichtsausdruck von Angela Merkel ersetzen. Und dazwischen bunt gesprenkelt die Sturmspitze der SPD. Steinbrück, Steinmeier und Gabriel. Die Rache von Langnese an Weight Watchers. Diese drei Kampfrobben. Aber der Steinbrück, der will Kanzler werden. Der Steinbrück will Kanzler. Deswegen hat der Steinbrück den Schmidt mit seinem Rolli ja auch immer in irgendeine Talkshow reingekurft. Und da hat der Schmidt wieder Kette geraucht. Und zwischen zwei Zügen sagt der Schmidt dann immer, der Steinbrück muss Kanzler werden. Und dann sagt der Steinbrück immer, Herr Schmidt, ich bitte Sie, hören Sie doch mal auf, das ist schon nicht nötig. Und dann sagt der Schmidt wieder zwischen zwei Zügen, doch, doch. Der Steinbrück muss Kanzler werden. Und da sagt der Steinbrück wieder, Herr Schmidt, hören Sie doch mal auf. Nee. Wenn der Sigmar Gabriel da noch was hätte reichen wollen, da hätte der einen ganz stabilen Spaten gebraucht, weil da hätte er schon mit Willy Brandt um die Ecke kommen müssen. Ich sehe schon, wie zur nächsten. Ich sehe schon, wie zur nächsten Bundestagswahl die Merkel den Kohl mit so einem Rolli in so einer Talkshow. Da werden von Maybrit Illner bis Günther Jauch überall so Rolli-Rampen reingebaut. Da wird reingeschoben, was noch selbstständig atmen kann. Das Spannende an dem Wahlkampf wird sein, ob die Protagonisten das Ende überhaupt miterleben werden. Die sind vielleicht nicht zurechnungsfähig, ne? Aber sie sind irre und paranoid. Ja, natürlich. In Japan brennen die Atomkraftwerke und zwei Tage später sind in deutschen Baumärkten die Geigerzähler ausverkauft. Aber ich muss die Jacke tragen, oder was? Ja, es ist ja... Vielleicht sollten wir wirklich alles ein bisschen mit der Gelassenheit, weil gerade jetzt, es gibt auch viel Positives. Ne, diese Jubiläenflut im Oktober, ne, 50 Jahre Love Me Do von den Beatles, 50 Jahre James Bond und bei uns natürlich 30 Jahre Dienstantritt vom Commander aus Oggersheim, Helmut Kohl.
Mann, was für ein Hype. Aber warum? Wozu? Wofür? Dass ihm die Maueröffnung wie ein Glücksmeteor in den Schoß geplumpst ist? Dass unter ihm sich die deutsche Staatsverschuldung verdreizehnfacht hat? 16 Jahre lang hat er uns regiert. 16 Jahre des Stillstands. Keine Umweltpolitik. Keine Integrationspolitik. Deutschland ist kein Einwanderungsland. 16 verlorene Jahre. Umbau der Sozialsysteme interessiert mich nicht. Was wird im Alter? Egal, da hat er seinen Papagei aus Rüsselsheim dauernd plappern lassen. Die Rente ist sicher. Und dann haben die sich... Dann haben die sich beim Nobel-Italiener schlapp gelacht. Gell, Nobby, du weißt auch, dass das nicht stimmt. Ne? Der Kanzler der Einheit, der uns den Euro geschenkt hat, ohne Plan und ohne Ziel, der die Börsensteuer abgeschafft hat, der Schwarzgeldkonto auf Schwarzgeldkonto gehäuft hat, der die Verfassung mit Füßen getreten hat. Einer flog übers Grundgesetz. Das war auch ich. Ne? Dafür diese Jubelarien und da, wenn wir was machen, machen wir es gründlich und da auch wieder peinlich. Meine Güte, wie sie ihn in das Haus der Geschichte reingeschoben haben, neben ihm da seine Maike, die ist ja 34 Jahre jünger. Ich habe mal gerechnet, vor Jahren, als er die kennengelernt hat, wenn ich das gemacht hätte, wäre meine 11 gewesen. Ich will jetzt gar nicht bis zur Münde, da landen wir im Fruchtwasser, ne? Aber auch da, die ganze... Aber dieses Bejubeln, ne, die Fraktion, stehende Ovulationen, dann kam auch noch die Kanzlerin, sie, die ihn weggemobbt hat, steht vorne am Pult und säuselt. Lieber Herr Dr. Kohl, Sie als Architekt des Europäischen Hauses, Sie als der Vater des Euro, da war er erschrocken. Maike, mach die böse Frau da weg. Na, aber er hat ja viel... Aber sie hat sehr viel, viel von ihm gelernt. Ne, Rivalen wegbeißen, ne, wichtiges Aufschieben nach ihrem Mantra. Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit. Beim Dicken hieß es immer, aussitzen. Ne, sie hat wirklich viel. Ist ja auch jetzt Finanzkrise, frisst die Umwelt. Ihre Energiewende hat sie auch schon abgehakt. Ja, das hat Zeit, das kommt später. Hauptsache wieder auf irgendein neues Thema gehüpft. Hat sie vor ein paar Tagen wieder eins gefunden. Den Demografiewandel. Die Demokratie hat sie schon gewandelt bei uns. Ne, jetzt kommt die Demografie dran. Sofort zur Chefsache erklärt, wie Bildung früher, wie das Klima, wie die Integration, alles, was nichts gebracht hat. Ne? Kein schlüssiges Konzept, aber ist ja auch egal, es macht ja nichts. Ne? Sie sind ja alle mit ihrer Politik zufrieden, also besonders die davon profitieren. Es war interessant neulich, da kam Rentenuschi von der Leyen, ne, mit dem Armutsbericht und war ganz erschrocken und hat gesagt, Mensch, wir müssen was machen. Vermögensabgabe, Reichensteuer, ui, es hat keine 2 Stunden gedauert. Da kam ihr Verdikt, so etwas wird es mit mir nicht geben. Da war ich erstaunt. Da hat gesagt, holla, das hat es in den ganzen 7 Jahren mit ihr noch nie gegeben. Eine Reaktion am gleichen Tag. Da muss die Dienstanweisung von ganz oben gekommen sein, ne, von den Vermögenden Liz Mohn und Friede Springer, des Natterngezücht, an deren Busen sie an deren Busen sie genährt werden. Na, viele fragen sich ja mittlerweile, für wen macht sie denn eigentlich ihre Politik? Natürlich für all die, die sie nie kritisieren, für die Wirtschaft und die Hochfinanz. Mensch, haben sich die Banken gestern gefreut, oder? Dass der ESM da ist, der permanente europäische Rettungsschirm. Da wurden die Shampoosflaschen geköpft. Komisch. Vor 2 Jahren hat der Schäuble in einem Interview mit der FAZ noch getönt. Na, die Rettungsschirme sind begrenzt und laufen aus. Das haben wir fest vereinbart. Solange Angela Merkel Bundeskanzlerin ist und ich Finanzminister bin, können Sie jede Wette darauf eingehen. Wahrscheinlich sitzen die morgen auch schon beim Lanz. Die Eurobonds sind auch schon da, de facto dürfen halt nicht so heißen, ne, weil da hat ja unsere Kanzlerin im Sommer in Brüssel, hat sie gar ein Machtwort gesprochen. Eurobonds kommen nicht, solange ich lebe.
Also zum einen wirft sie bezeichnendes Licht auf ihr Demokratieverständnis. Ne, solange ich lebe, rechnet sie schon gar nicht mehr damit, dass sie vielleicht irgendwann mal durch den Wähler, wartet sie darauf, bis der Schöpfer sie aus dem Amt abberuft. Ne, aber der Boulevard hat sie natürlich gefeiert. Unsere Kanzlerin, steinhart, der Fels in der europäischen Brandung, The Rock. Und drei Tage später muss sie nach Rom zum kleinen Gipfel mit Herrn Monti und Herrn Rajoy. Und die saßen da und haben gesagt, Obacht, der Stein kommt. Ne, und haben gesagt, jetzt spielen wir mit der mal Schnick, Schnack, Schnuck. Du bist Papier, ich bin der Brunnen. Du wickelst sie ein, ich versenk sie. Ne, und plumps. Und plumps. Plumps ist sie weg mit leeren Händen und die Börsen haben schon wieder gefeiert. Es ist wirklich die Frage, für wen macht sie ihre Politik? Wer ist sie? Was will sie? Wir haben neulich im Gesprächskreis, haben wir Scrabble gespielt. Und da war, das eine war schon gelegt, Bundeskanzlerin, jetzt wollte ich den Mehrfachwert. Na, also mache aus einem Begriff einen anderen. Und dann habe ich so die Buchstaben genommen, so ein bisschen hin und her gedreht und ein bisschen gewendet. Und was kommt dabei raus, wenn man unsere Bundeskanzlerin dreht und wendet? Bankzinsenluder. Oh ja. Ach je. Schauen Sie hin, Briol. Wir haben ja noch so viel Zeit. Ja, leider. Wieso leider? Ich freue mich jetzt auf diesen Bundestagswahlkampf, wenn der Bürger in den Mittelpunkt drückt. Oder man könnte es auch anders sagen, wenn auch Idioten ernst genommen werden. Ja, wenn Ihnen das reicht, an Parteiständen wieder mit Kugelschreibern und Luftballons ganz ernst genommen zugeballert zu werden. Es geht doch nicht um Luftballons. Doch, es ist Wahlkampf, wenn heiße Luft auf langen Atem trifft. Es geht darum, dass der Bürger jetzt eine Chance erhält, dass ihm in diesem Wahlkampf irgendwer mal diese ganze Krisenpolitik ehrlich erklärt. Reden Sie noch oder denken Sie schon? Sie glauben, dass irgendjemand uns irgendwas ehrlich erklärt? Erinnern Sie sich an Jean-Claude Juncker. Der hat es schön auf den Punkt gebracht. Wenn es ernst wird, muss man lügen. Ja, aber er hat den Satz ja sofort dementiert. Ja, was ihn natürlich noch umso glaubwürdiger macht. Belzig, die Zeit vor einer Wahl ist immer die Periode fokussierter Unintelligenz. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Doch, es passiert ganz viel. Ich habe ja die Terminvorschau hier. Schauen Sie mal, am Freitag wird es spannend. Da wird der neue Friedensnobelpreisträger bekannt gegeben in Oslo. Hm. Und, wer wird's? Nominiert ist Bill Clinton. Ach, na, keine Chance. Jetzt, wo doch die Lewinsky ihr großes Enthüllungsbuch rausbringt, von Mitt Romney finanziert, ins Deutsche übersetzt von Bettina Wulff. Vermutlich. Dann ist noch nominiert, Bradley Manning ist nominiert, das ist der US-Soldat, der WikiLeaks damals diese geheimen Informationen besorgt hat. Ja, der kann nicht kommen, der sitzt. Achso, dann ist noch nominiert eine koptische Christin aus Ägypten. Nee, brennen wieder Botschaften, vergiss es. Dann nominiert für den Friedensnobelpreis Timoschenko, Julia Timoschenko. Interessiert niemanden mehr, EM ist vorbei. Ja, dann ist auch noch nominiert Helmut Kohl. Nein, das ist nicht schon wieder? Der hatte Abo. Und außerdem, ich schwöre Ihnen, diesmal bekommt er ihn. Das klappt diesmal, ich hab's im Urin. Ja, Brunsverreck. Ja, glauben Sie vielleicht, es ist Zufall, dass sich die Union jetzt ausgerechnet mit dem Kohl versöhnt? Glauben Sie, es ist Zufall, dass ausgerechnet jetzt diese Kohlbriefmarke rauskommt? Am Donnerstag, ein Tag vor Oslo. Hören Sie auf, Sie machen mir Angst. Gauck sagt, Angst macht kleine Augen. Sie sind jetzt... Können Sie mal das Maul halten? Einfach mal das Maul halten! Ich bin einfach nur ehrlich. Und sind wir doch einmal ehrlich. Jetzt, wenn die Union einen Friedensnobelpreisträger in ihren Reihen hat... Nein, hören Sie auf. Dann ist die Wahl wirklich vorm Sache. Dann würde ich vorschlagen, dann können wir unsere Uhr da oben abstellen. Ja, die vielleicht. Aber die nicht. Schauen Sie mal. Oh. Das war Neues aus der Anstalt, meine Damen und Herren. Heute mit unseren nebentätigen Wahlurnen Max Uthoff, Ingo Appel und Philipp Simon. Die Anstalt hat für Sie wieder eröffnet am 13. November nach der US-Wahl. Wie immer live, direkt nach dem Hüschler. Thank you.